So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße hier heute den Jürgen Kurz Eben. Hallo Jürgen. Hallo Was Michael. läuft dir lieber? Jürgen oder Kurz oder beides? Jürgen, nur Jürgen. Jürgen. Jürgen, Reicht. okay. Jürgen, wir haben Kontakt bekommen über unseren gemeinsamen Bekannten, den Chris. Ja, den werden die einen oder anderen auf der Volition kennengelernt haben. Die hat zwei, drei überflüssige Gespräche mit ihm geführt. Ja. Und Chris hat dich weitergeleitet an mich und meinte, das wäre ein Gespräch wert. Und da schauen wir jetzt einfach mal drauf. Jürgen, einfach mal so ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Was bewegt dich? Würde mich mal interessieren. So, das werde ich dir gerade sagen. Wie gesagt, vor 5 Jahren habe ich den Doc kennengelernt, der Den das, wem? den Doc Wolf, den Doc Langhoff habe ich Doch, kennengelernt. Langhoff. Okay. Soll ich ein bisschen lauter machen, Ja, Michael? schick. Habe ich den kennengelernt und auch mit dem Chris zusammen. Ja, und er hatte eine Emulsion gemacht für einen Freund, dem seine Tochter hat am Bett gelegen und hat sich nicht mehr gerührt. Und konnte nicht, war apathisch, konnte nicht mehr aufstehen, nichts. Und da sagt der Wolli, der Doc, hat so kleine Kanisterchen fertig gemacht und hat dem Papa das gegeben und sagt, hier, nimm das mal mit für deine Tochter. Garantie kriegst du keine von mir, aber probieren kannst du es ja mal. So, gibst du ihr morgens, mittags, abends jeweils 10 Milliliter. So, und nach 6 bis 7 Wochen ist das Kind aufgestanden und konnte wieder gehen. Okay, was war die Diagnose? Weiß man das, was der Arzt so sagt? Also die schulmedizinischen Ja, Einrichtungen? von der Schulmedizin, die wussten nichts. Aber da der Doc hier Biochemiker ist und der ist ein richtig cleverer Kerl, der kennt sich mit Mitochondrien, mit allem aus, hat er gesagt, das war eine Fehlfunktion von den Mitochondrien. Okay. So, und das ganze Spiel habe ich dann vor 3 Jahren erlebt, wo ich im Krankenhaus war, nachts um 1 Uhr, ein Herzinfarkt. 3 Stents gesetzt, morgens kam der Arzt an, ja, wir haben mal für den Rest vom Leben einen Herzpatienten. Ich sage, wenn Sie meinen, Herr Doktor. Und ich sage, was steht denn hier so ein schönes Pillchen herum, die ich muss nehmen? Ja, die müssen Sie jetzt nehmen und das und das und das. Ich sage, okay. Welche Nebenwirkungen haben die denn? Herr Ewen, Sie brauchen die meiste Aufmerksamkeit. Es gibt keine Tabletten ohne Nebenwirkung. Da Ja. habe ich dann gesagt, Herr Doktor, die Antwort hätte ich mir auch können selbst geben. Aber ich wollte das ja von einem Fachmann wissen. Ja? So, jedenfalls ich nicht faul direkt den Doc angerufen, mein Doc. Ich sage, Wolli, so sieht die Sache aus. Da hat er gesagt, nimm die 6 Tage die Tabletten. Schmeißt sie in den Mülltonnen, ich komme rauf, du kriegst von mir was anderes. Gesagt, getan. So, er kam rauf, hat mir das ProATP gegeben, hat mir Natrogenase gegeben, natürliche Blutverdünner, Tri-C gegeben. Und da war noch was dabei, da sagten, das nimmst du jetzt. Das Einzige, was ich genommen habe, das war AS100. Weil er nicht wusste genau, wie die Natriogenase, das natürliche Blutverdünnung, ob die genug ist, wenn die Blut durch Stenze kriegen. Ja. Selbst das Risiko ist mal zu groß, alles andere weg. Was habe ich da draus gelernt, lieber Michael? Ich gehe zum Arzt, denn der will ja auch Geld verdienen, der will ja auch leben. Der Arzt schickt mich in die Apotheke mit dem Rezept, weil die wollen ja auch leben. Und dann gehe ich nach Hause und schmeiße den ganzen Kram in den Mülltonnen, weil ich will ja auch leben. Das ist eine sehr, sehr gute Kette, logische Kette, aber ich glaube, du bist nicht der Erste und auch nicht der Letzte mit solch einer Erkenntnis. Jetzt hast du gerade was angesprochen, das sind Mitochondrien. Das hat man auf der letzten Volition mit den BEMA-Geschichten, die wir da hatten. Die Susanne Lagur hat da einen Vortrag drüber gehalten. Vielleicht möchtest du mal aus deiner Sicht kurz erzählen, was es damit auf sich hat. Weil einfach mal ja, ich sag mal, so ein Blick von außen nochmal auf das Thema würde mich schon mal freuen. Dein Körper hat Millionen und Abermillionen von Zellen. Und die Zellen heißen halt die Mitochondrien. So, und ohne die Mitochondrien kannst du gar nicht überleben. Ja, nur die normalen Ärzte
wissen gar nichts davon, wenn man denen das sagt. Was sind Mitochondrien oder ich brauche was für meine Mitochondrien? Ja, weiß ich nicht. So, dann ist ja auch Zellbiologie, das ist eine ganz andere Sparte, ja. Ja. Und dein Körper, der tut ja selbst ATP, Adenosintriphosphat, selbst herstellen. Ja. Bis zum gewissen Alter reicht das auch vollkommen aus. Und wenn du in das gesetzte Alter reinkommst, dann tun die nicht mehr so viel Energie produzieren halt, ja. Und unser Doc, der macht das alles in liposomaler Form. Also trinkbar. Trinkbar, richtig. Das ist mit der neuen Technologie, mit der kleinen Fettummantelung, damit das besser von den Zellen aufgenommen wird. Die Meinung, die er hat, die ich auch vertrete, die ganzen Kapselkram, den man nimmt, egal was es ist, geht zu 80% wieder hinten raus, wird gar nicht aufgenommen. Darum macht er alles in liposomaler Form komplett. Die ganzen Sachen hier, das Trizeps auch in liposomaler Form. Das ist eine Entgiftung, das Tripeps für die Leber komplett zu entgiften. Und dieses Retina ist für die Augen, da erzähle ich dir auch noch klar was drüber. Das nehme ich jetzt erst seit 4 Wochen, muss ich sagen. Er hat schon mehr Erfahrungen damit gemacht und ich bin morgens wach geworden, Michael, und hatte so wie 1000 Vögelchen vor Ja. den Augen. Ja, und da habe ich den dann angerufen, da habe ich gesagt, ey, pass mal auf, so und so und so, sagten, das ist nicht von dem Retina, da löst sich der Schmutz von deinen Augen weg. Aber geh mal zum Augenarzt, falls irgendwas anderes ist, man weiß es ja nicht. Ich war zum Augenarzt, der hat alles untersucht, von oben bis unten, sagt, alles in Ordnung, da löst sich nur das alles raus. So, die Erfahrung durfte ich natürlich auch machen mit meinen Augen, dass das Retina, was er auch gesagt hat, eine klarere Sicht holt, die Farben erkennt man deutlich, die Augen werden besser. Okay. Merkst du da jetzt schon einen Unterschied zum, also weil du trägst eine Brille, ja? Das sage ich jetzt einfach Ja, mal. aber den Unterschied merkt man schon nach 4 Wochen, merkt man schon den Unterschied, ja. Das ist dasselbe wie das ATP, das war ja das erste Produkt, was er überhaupt erfunden hat, was für die Mitochondrien sehr, sehr wichtig ist, was die meisten Menschen gar nicht wissen, ja. Und auch zum Beispiel die Tiere haben die gleiche Atmungskette wie wir Menschen auch. Ich habe es an meinem Hund ausprobiert, das nämlich auch gemacht für die Tiere. Okay. Jetzt generell, also wenn du sagst, ab, was weiß ich, 40, 50 wirst du, ne, und dann wird die Energieleistung der Zellen ein bisschen schwächer. Richtig. Ja, also wir reden ja nicht über ewiges Leben, oder? Das ist jetzt nicht das, was wir hier machen, sondern wir sagen einfach, wir bringen etwas mehr ja, Energie zurück in den Körper durch Einnahme von. Richtig, durch Zusatzeinnahme von dem, wo man die Volkskrankheiten kann vorbeugen, die kommen. Ja, Okay. die kann man alle vorbeugen. Man kann sie nicht verhindern damit, das will ich schon nie sagen. Ja. Aber man kann sie alle vorbeugen durch eine andere Ernährung, weil es werden ja keine Vitamine mehr zu dir genommen. Das ganze tiefgefrorene Kram hat keine Vitamine Also mehr. in der Stadt gebe ich dir absolut recht, aber wenn du es auf dem Land draußen bist, ist Vitaminversorgung eigentlich kein Problem. Also das geht. Ja, das ist dasselbe auch, wenn es jetzt, die wollen ja die Garte verbieten, die Ochsen, aber ist ja egal, du weißt, wie ich das meine. Was du selbst anbaust, das hat noch seine Nährstoffe. Alles, Ja, das was du wollte auch. zu kaufen kriegst, ist ja tatsächlich nur noch angespritzt, angefärbt und weiß der Guckuck was alles. Und das hat ja keine Nährstoffe mehr. Es ist ja auch so gewollt. Ja. Veggie-Wurst habe ich gerade, ich gucke ab und zu mal so ein bisschen Mainstream rein und heute steht gerade tatsächlich in der größten deutschen Boulevardzeitung drin, dass Veggie-Wurst Tapetenkleister enthält. Ein nur mal so am Rand. Ne? Ja. Du sagst also, ich meine, gut, weißt du, ich war schon lange, ich habe viel Vertrieb gemacht, ich war auch mal ein bisschen unterwegs in verschiedenen Sachen und so.
Es gab ja mal Aloe Vera und was es alles gab. Ja, und gab es ja noch Ja. Noni-Saft eine Zeit lang, ja, wo man, was ich auch so gehört habe, ja, wo man gesagt hat, das ist Hm, das Beste, was richtig. es gibt, ja, alles geht weg und so weiter. Ich stehe solchen Sachen meistens eher so ein bisschen skeptisch gegenüber. Gibt es denn bei euch so was wie eine Studie, wo man sagen könnte, da haben wir ein bisschen was ausprobiert? Jetzt. Die Studien, die hat der Doc schon, ja, das ist gar keine Frage. Ich habe es jetzt nicht hier, aber Alles gut. da wurden schon Studien schon teilweise mitgemacht, ja. Der Doc hat auch mit anderen Ärzten, die tatsächlich mitdenken. Es gibt ja auch noch sehr gute Ärzte. Ich würde nie abstreiten, dass die Schulmedizin nur schlecht ist, ja. Also man muss immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja? Also das Ja. tun wir hier nicht. Das macht schon ihren Sinn. Ja? Wenn du dir das Bein brichst oder den Arm, dann wäre es nicht schlecht, wenn du zum Arzt gehst. Das meine Richtig, hier zum Beispiel, ja. So, ich Unfall bin. oder was hast du gemacht? Das hat so einen dicken Eiterpickel, war das so wie ein kleiner Finger. Und den musste ich mit letzter Woche wegmachen und ich kriege übermorgen eine Fäde gezogen. Ich war dem Mann sehr dankbar, hat das gemacht für mich, ja. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Um deinen Körper musst du dich selbst kümmern. Da Ja, lasse ich auch natürlich. sonst, niemand dran, was ich zu mir nehme, ja. Da kann sie machen, was sie wollen. Wenn ich einen Herzinfarkt habe, ich habe mich dreimal bedankt bei den Ärzten. Ich sage, danke, dass ihr mit Leber gerettet habt. Ich hatte wahrscheinlich noch eine Aufgabe hier Wann war das mit unten. dem Herzinfarkt? Bitte? Wann war das mit dem Vor Herzinfarkt? 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Okay. Ja. Und keine Tabletten genommen. 6 Tage. Nichts. Und nur die Produkte, die er mir gegeben hat. Und ich habe nur gesagt, Nimmst du jetzt Tabletten oder sowas? nichts, gar nichts. Nein, gar nichts. Okay. Ich nehme keine einzige Tablette mehr. Noch nicht mal mehr, wenn ich Kopfschmerzen habe. Also das habe ich seit 20 Jahren schon nicht mehr. Also da Ja, also also wie irgendeine gesagt, Grundtablette. ist, Also Michael, es kommt sehr viel auf die Ernährung, drauf an, wie du überhaupt dich ernährst. Ja, eine Freundin von mir ist jetzt hingegangen, die vertreibt Osmoseanlagen Ja. und die habe ich mir jetzt eine gekauft, weil dein Körper besteht ja 80% aus Wasser. Ja. Und das Wasser ist ja in deinem Körper auch nur ein Transportmittel. Ja, also das ist ja nicht mehr wie ein Transportmittel. Nur die Industrie hat es geschafft, dass man das stapelweise halt rausträgt, weil das Schlechteste vom Schlechtesten ist. Und die dürfen einen Mikrosiemenswert ist maximal von 130, der gut ist. Und mit der Osmoseanlage 18 Siemenswerte mit Ja. Leitfähigkeit, das heißt sauberes Wasser zu dir nehmen und dann, wie gesagt, und dann dich hiermit auch ernähren in liposomaler Form. Dann hast du deinen Check morgens, den nehme ich jeden Morgen und dann ist dein Körper ist gut. Die meisten Menschen sagen, geh nur zum Arzt oder haben auch, ja, die Skepsis, ich muss da so viel Geld ausgeben. Ja, für die Gesundheit muss man halt was ausgeben. Für die Krankheit gibt man ja mehr aus. Das ist ein interessanter Satz, den du da sagst. Ja, also, weil, wie gesagt, also Pharmazeutik und so weiter, was gerade in den letzten, ja, also in der C-Zeit mal dahingestellt, da hat man ja gesehen, wie schnell ein Unternehmen aus dem Boden gestampft werden kann und mit Milliardengewinnen an Aktienmärkten dann plötzlich fungiert, ja, und dann, und jetzt, ja, es ist schon, das ist schon richtig, was du sagst. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesen Mitochondrien. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ist das Mitochondrien, das sind die Zellen an sich, oder ist das der Botenstoff dazwischen? Oder wie ist das? Nein, die Mitochondrien, das sind Zellen, die gehören eigentlich gar nicht zu uns. Das sind eigentlich fremde Bakterien. Und das sind so kleine zigarrenförmige Lamellen, so wie Lamellen. So. Und das ist das, was halt das alles transportiert in dir drin. Die ganze Kraft, was du halt jetzt auch machst, was du auch zu dir nimmst, muss ja sauber transportiert werden in deinem ganzen Körper. Das ist ja Also der. Einatmen hat was damit zu tun, Essen hat was mit zu tun. Alles, Ja. das Kraftwerk deines Körpers besteht, ohne Mitochondrien wirst du nicht leben. Okay. Der liebe Gott hat uns das so geschenkt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man das Ganze versteht und die Ärzte,
haben da gar keine Ahnung von. Die Ärzte tun quasi deine Symptome behandeln. Das können die alle gut. Aber die Ursache, das kannst du, das ist selber, wenn du jetzt kleine und große Blutbild machen lässt beim Arzt, ja, da wirst du nicht erleben, dass da drin kommt so viel Magnesium, so viel Vitamin D3, so viel Vitamin B12. Kriegst du ja gar nicht gesagt, machen die auch gar nicht, wenn du nicht extra sagst, dass sie das müssen mitmachen, ja. Weil die wollen ja Kunden haben, die wollen ja keine gesunden Menschen. Ja, das ist immer so, man sagt immer so ein Schwebezustand, ne? So zwischendrin, zwischen halb gesund und halb krank, das wäre das Allerbeste. Ein bisschen so Langzeitkunde, und damit hat die Richtig. gesamte Industrie, dahinter hängt, eigentlich ja, den Treffer gelandet. So kann man das schon fast sagen. Michael, wenn du gesund bist, dann brauchst du nicht zum Arzt. Das ist einfach so. Und dein Körper, wenn du deinen Körper beobachtest, oder ich beobachte ja meinen Körper seit dem Herzinfarkt viel mehr, ja. Und Weil das Leben wahrscheinlich genau die Information verschafft, ne? genau so sieht das aus, ja. Und wie gesagt, der Doc Langhoff hier, der stellt dann alles in liposomaler Form her, ist doch der einzige auf der ganzen Welt, der das machen kann. Okay. Ich habe mal eine Frage. Ziemlich direkt würde ich dich gerne mal fragen. Wie würdest du sagen, du hast jetzt dein Leben einfach. Wir haben einen Herzinfarkt, ja, das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein, wirst du wahrscheinlich auch so empfinden, ein zweiter Geburtstag irgendwie. Ja. Ja? Und was hast du abgeändert? Also was hast du jetzt seither geändert? Das würde mich mal interessieren, so ganz konkret. Also ich habe mein Essen umgestellt, ich habe schon was abgenommen, ich bin noch am Abnehmen. Ich habe auch damals noch ein bisschen weiter gegessen und habe zwar noch weiter gelebt, weil ich habe, da kommt ja so viel auf einen zu, durch das ganze System, durch alles, wo du noch musst arbeiten, wo du noch das musst und das musst und das musst. Aber richtig bewusst so seit 3 Jahren, wo ich das Leben zurückblicke, wo ich sage, nein, du musst das Leben halt komplett umändern, wie ich es jetzt lebe auch, ja. So, und das hat nur was mit Bewusstsein zu tun, ja, das komplett zu ändern. Das geht nicht, indem du nur rausgehst und sagst, ja, weil esse ich mal eine Woche, ich esse auch noch heute ein Stück Fleisch. Das hat damit nichts zu tun. Und es schmeckt mir auch noch gut. Ich habe es zwar eingeschränkt alles, aber die ganzen Essen habe ich quasi umgestellt. Wie Ja. viel hast du abgenommen, wenn ich mal fragen darf? 5 Kilo. 5. Okay. Zeitraum ungefähr? Ungefähr 5, 6 Monate. Okay. Ja. Wie gesagt, ich möchte ja noch ein bisschen runterkommen und meine Freundin sagt immer, muss noch ein bisschen machen. Ich sage immer, ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Ja, ich mache das ja keinem zuliebe. Ich mache das ja, wenn mir zuliebe. Ja, ich mache das ja nicht für andere Menschen. Wenn, dann mache ich das für mich. Ja. Ja. Okay, Jürgen, du wirst uns jetzt bestimmt ein bisschen was erklären über ein oder zwei Produkte, die du hast. Das würde mich auch interessieren, ja, weil ich bin einfach der Meinung, wenn es etwas gibt, was in irgendeiner Form hilft, ja, und da gucke ich mir immer alles an. Also ich habe damit wirklich kein Thema, ja, weil es ist so, ich sage immer, es gibt jede Information ist aus einem ganz bestimmten Grund auf der Erde und sollte auch mal beachtet werden. Ich möchte gar nicht, dass jemand denkt, hier geht es um Abverkauf oder sonst was. Du hast einfach was, wo du gesagt hast, ah, mir selbst hat es ein Stück weit so ein bisschen geholfen, und du kennst Geschichten oder kennst auch Menschen, denen es geholfen hat. Und ich finde, das ist eine Info, die kann man auch verbreiten. Das ist gar kein Problem. Richtig. Mich würde mal was zu den Mitteln interessieren. Wie ist man drauf gekommen? Welche Technik oder was war der Anstoß des Ganzen? Also was war denn der Antrieb? Das war eigentlich der Antrieb von dem Mädchen, was nicht mehr konnte aufstehen aus dem Bett. Ja. Das war der Antrieb von unserem Doc, dass der das gemacht hat. So, und dann hat er gesagt, wie das alles. Er ist ja Biochemiker und Doc Naturwirt. Und da hat er gesagt, ich mache noch das, ich mache noch das, ich brauche noch was, zum Beispiel lipomales Vitamin C in den asiatischen Ländern wird Krebs behandelt mit Vitamin C. Ja, also wenn du jetzt siehst, dass du pro Liter Blutplasma 200 Milligramm Vitamin C darfst aufnehmen,
Und wenn du zum Beispiel Krebs hast und du kriegst das intravenös, dann geht das bis zu 500 Milligramm, ja. Aber die können damit auch sogar, die tun damit sogar den Krebs behandeln, wo sie hier noch mit ihrer Chemo, mit ihrem ganzen Kram. Erfolgreich oder Bitte? wird das erfolgreich behandelt? Das wird da auch erfolgreich behandelt schon, ja. Da, Okay. also im asiatischen Raum, hier bei uns noch nicht, ja. Ja, obwohl der Doc auch zwei kennt, die quasi jetzt mit B17 schon den Krebs geheilt haben. Gibt es jetzt auch die Halbrand. unterschiedlichsten Ansätze? Also ich höre ganz viel über Sauerstoff. Ja, das ist auch etwas, was so Dunkelfeldmikroskopie spielt eine große Rolle, wo man dann reinguckt und sagt, naja, man sieht dann auch relativ schnell im Dunkelfeld, wie das Blut versorgt ist. Ja, das kannst du da relativ leicht ablesen. Und dann da habe ich jetzt also auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Weiß, kennst du das? Hast du schon mal sowas angeguckt? Nee, habe ich schon angeguckt. Nee. Ja, das solltest du mal auf der Volition dann nutzen, weil wir mal Dunkelfeld wieder dabei haben mit der Katrin und sehr, sehr interessante Geschichte. Den Rasmus, den Rasmus, den gucke ich gern an. Das ist so ein toller Mensch. Mit Den dem habe ich. Wasser, Ja, das ja. ist ein Traum. Das hier, ich sage mal nur hier für die Produkte, Michael, man kann alles vorbeugen. Ja. Und man kann sich auch gesund ernähren. Und man muss ja mal zuerst gucken, dass der Körper wieder ins Reine kommt. Genauso wie das Tri-P, das ist für die Leber komplett zu entgiften, die Schwermetalle alles rauszunehmen. Deswegen kam der ja auch darauf, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Das Jetzt Retina hier zum Beispiel. generell mal, was ist denn der Hintergrund vom Doc? So nenne ich ihn jetzt mal. Also auf welcher Grundlage hat er das denn gemacht? Ich meine, du gehst nicht einfach her und sagst, ich entgifte jetzt die Leber. Das machen Nein, aber viele. der Doc macht das im Hintergrund einfach damit, wo er sagt, ich habe jetzt das ATP gemacht, jetzt mache ich das, jetzt brauche ich noch das, jetzt brauche ich noch das. Auf diesem Hintergrund baut er quasi seine Produkte komplett auf, wo er das auch, ja, wahrscheinlich ein halbes Jahr für ein Produkt braucht oder ein Jahr, für mal überhaupt ein Produkt Also das, was hinzubekommen. er macht, das Ergebnis von Forschung, oder wie darf ich das verstehen? Ja, wie gesagt, er forscht schon selbst, er setzt das auch zusammen. Ich bin jetzt kein Doc, da müsste man mal mit dem Doc tatsächlich unter vier Augen mal sprechen. Nur der Doc sagt, Jogge, mach du die Vorträge, wenn ich die mache, ich erschlag die Menschen, die wissen in 5 Minuten nichts mehr. Das hat keinen Zweck, man muss das so rüberbringen, dass die Menschen es verstehen, ja. Ich kann ja was ausdrucken, wofür das ist, das habe ich auch dabei und alles, wo die Leute können dann auch mal selbst lesen oder wenn sie die E-Mails da lassen, dann kriegen sie die Broschüren auch zu. Per E-Mail von mir habe ich gar keine Probleme mit, da sollen sie selbst mal lernen und da drin. Aber dann können sie selbst durchlesen und sagen, aha, dafür ist das, dafür ist das, dafür ist das. Dann können sie sich auch ein Bild davon machen, ja, wofür das alles ist, was sie da machen. Würdest du das eher so in die Homöopathie einordnen, das Ganze, oder ist das wieder was Neues? Ich würde sagen, das ist was Neues. Ja, also gerade die liposomale Form, die er hier macht, ist eine ganz neue Technologie und es kriegt keiner hin wie er. Ich weiß nicht, wie er es hinkriegt, das muss er mir auch nicht sagen. Ich bete nur, dass er noch lang lebt. Aber Naja. es ist nur das, er kriegt es als einziger hin in liposomaler Form. Wo die Mitochondrien das auch sofort aufnehmen. Was nicht weggeht, wo du auch was davon hast. Ich weiß nicht, Wie? hast du was gemerkt von der Flasche bei dir, wo ich dir die Ich habe gegeben was habe? gemerkt, ich habe das ja auch schon probiert, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe eine Kostprobe vom Chris damals gesendet bekommen mit dem Hinweis, trink das, sonst war ja an deiner Zellenparty. Hm? Also das macht schon was. Also du merkst irgendwie im. Wobei ich habe auch schon von vielen Seiten gehört, Michael, du stehst immer so unter Strom. Wahrscheinlich ist das nur noch unterstützend irgendwo. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei jemand anders wirkt, der. Ne, aber ich muss sagen, ich habe was gemerkt. Das ist Fakt. Ja, und es ist so, nur so 10 Milliliter. Sieht orange aus, das, was ich da hatte. Und mit ein bisschen seltsamen Geschmack, war so milchartig. Ja. Ja, das kannst du aber auch in Wasser auflösen. Ich gehe immer morgens hin, sowas, Ja. so halb voll Glas, dann mache ich mein Retina rein, mein Tri-P, mein Tri-C, mein ATP rein, jeweils 10 Milliliter und dann habe ich meinen Shake morgens und ich bin voll mit meinen Vitaminen, die ich brauche.
Was merkst jetzt du, wenn ich mal fragen würde, darf? Also ich habe ein anderes Lebensgefühl, andere Lebenskraft habe ich, ja. Wenn ich jetzt würde morgen zum Arzt gehen und würde sagen, stell mich mal auf den Kopf, ich bin überzeugt davon, der wird nichts finden bei mir. Ja, weil ich merke, ich bin im Gleichklang mit meinem Körper, mit allem, ja. Das merke ich ganz gewaltig. Und Also, seitdem ich die Produkte nehme, sowieso, das muss wie ich würdest du sagen. sagen, Gleichklang? An was machst du das fest? Ja, weil du bist, vielleicht macht es auch die Mentalität, dass ich viel an mir gearbeitet habe, um bewusster zu werden, um bewusster zu leben, überhaupt, ja, das Bewusstsein an den Menschen zu bringen. Ja, dass ich bin zufriedener mit allem, mit dem, was ich jetzt tue, was ich vorher nicht war. Weil das ist irgendwo mir auf der geschnitten hier drauf, auf der Brust und sage, das ist deins, ja. Das mache ich auch noch, rauchen. Naja, hört man. Ich habe es mir halt gedacht, aber das ist ja gesund. Rauchen ist gesund. Die sagen alle, das ist ungesund. Ich bin der Meinung, dass Rauchen gesund ist. Ich kann dir auch sagen, warum. Sag mal. In deinem Körper sind Nikotinzellen. Und was denkst du denn, wofür die WHO gesagt hat, oder alles, wo dann auf der Zigarettenpackung draufsteht, Rauchen sein lassen und alles. Die Nikotinzellen, die nehmen den ganzen Dreck von der Covid-Impfung auf. Die zeigen gar nicht mehr so die Wirkung im Körper durch den Nikotin. Das war eine Schlagzeile damals auch in der größten Boulevardzeitung Deutschlands. Das Rauchen vor Corona schützt. Das habe ich mal gelesen. Ja. Also Fakt. Ne? Ja, das Einzige, was tatsächlich süchtig macht, lieber Michael, das ist dann den Zusatzstoff, den die da reinmachen. Allein den Tabak macht gar nicht süchtig. Das ist alles Quatsch. Der Ich fühle Tabak mich nicht ganz süchtig. Ich habe irgendwie nur Lust, eine zu rauchen. Das ist. Denn Tabak ist sowieso, ist Na, Tabak sag mal, ist lass es doch, gesund. sagen Sie mal zu mir. Dann sage ich, ich will es aber nicht lassen. Das tut Ja. mir gut. Mir tut es auch gut. Ich rauche auch. Ja, ich rauche auch. Mir tut es auch gut. Ich Klügste rauche zwar Köpfe nicht des so viel Planeten mehr haben wie geraucht. früher. Ja? Haufen Bekannte von mir rauchen. Alles gut. Ja. Was sagen die Ärzte? Hör auf zu rauchen, du darfst nicht mehr rauchen nach dem Herzinfarkt, darfst nicht mehr rauchen. Mir geht's gut, ich rauche trotzdem. Ja. Okay, Jürgen, jetzt generell mal zu den verschiedenen, also mit der Leberentgiftung. Also jetzt mal als Beispiel. Ich kenne jetzt verschiedene Möglichkeiten, auf natürlichem Weg das zu machen. Ja. Und du sagst, es gibt da jetzt ein Liposo, wie hast du es genannt? Liposomales. Ja. Liposomales Mittel, mit dem die Leber entgiften kann. Glutathion. Entschuldigung für die Unterbrechung. Das ist Glutathion. Das ist sehr gut für die Entgiftung der Leber alles. Okay, wie lange dauert das? Ich schätze mal so ein halbes Jahr mindestens. Wie viele Flaschen brauche ich dann? Ja, vier, fünf. Okay. Vier, fünf Flaschen. Also die halten so einen Monat, ja. Ich sage jetzt zum Beispiel auch, ich bin zwar Verkäufer, aber ich bin auch ein Mensch, der ehrlich ist. Es gibt hier viele Menschen, die haben gar nicht so viel Geld. Ich habe auch schon ein paar Flaschen verschenkt, so ist das nicht. Alles gut. Wir reden mal gleich. Aber was Ich mir jetzt sage verwundert hat, immer, für was war das andere? Das eine war Leber. Dann haben wir was, was haben wir, was haben ist wir? richtig, das ist für die Knochen, für das Trizeh ist für die Knochen, für die Heißt was? Was Zähne, macht für das alles. genau? Das ist reines lipomales Vitamin C. Und das ATP hier, das ist quasi für die Energie in deinem Körper Das ist das komplett. Orangene. Richtig. So, und wenn man davon mal eine Kur macht mit drei Flaschen, dann kann man auch mal einen Monat, zwei aussetzen. Und man kann sie dann wieder machen. Ich Ja. bin nicht einer, der sagt, du musst das jetzt nehmen. Nein, so ein Mensch bin ich nicht, ja. Ich sage, macht mal eine Kur mit drei Stück. Der Doc hatte vor einem Jahr mit 89 € im Internet gehabt. Da habe ich ihm gesagt, lieber Doc, wenn ich dieses Zeug verkaufe, dann mache es so, dass die Leute sich das leisten können. Und er hat runtergemacht auf 60. Ich verkaufe es jetzt mit 60, ja. Okay. Weil ich merke ja auch, wie die Leute, egal ob man jetzt in die Schweiz fahren, ob man letzte Woche in München waren. Und wenn ich dann den Vortrag drüber halte, dann fragen die auch nach und dann gebe ich denen darauf auch Antwort. Wie gesagt, nur ich bin halt kein Doc, der sagt, das ist so und so zusammengesetzt und so und so und so.
Ich kann ihnen immer nur aus Erfahrung sprechen und dann haben die auch Vertrauen, weil man authentisch rüberkommt und dann nehmen die das auch, ja. Dann, wie gesagt, die stürmen dann und sagen, ich will es unbedingt mal ausprobieren. Wen mal ausprobieren. Aber sie bestellen auch alle nach, das muss ich einfach dazu sagen. Also, ich muss sagen, das, was ich hatte, das hatte eine gewisse Wirkung. Das kann ich jetzt nicht abstreiten. Da bin Ja. ich auch ganz konform. Chris hat gemeint, test einfach mal und weiß ja, wie das so ist. Wenn man sich einfach mal um drei Ecken rum kennt, dann empfiehlt man natürlich auch weiter. Alles gut. Ja. Du würdest es eher als eine Art Unterstützung betrachten, oder das Ganze? Richtig, ich bin es als etwas Vorbeugen und Unterstützung für deinen Körper. Richtig. So sehe ich die Sache, ja. Ich werde dir auch noch was mit draufbringen, sowieso, wenn ich da oben hinkomme. Dann kannst du das mal ganze testen für dich selbst. Da habe ich keine Probleme mit. Alles gut, ich bin nicht so wichtig. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch ein Arsch einfachen. Aber dann kannst du das mal gerne testen. Dann kannst du mir mal sagen, es hilft mit meinen Okay. Augen. Das war dasselbe. Okay. Also, Jürgen, klingt jetzt erstmal für mich, zumindest bin ich neugierig, das in jedem Fall, ja, weil ich habe davon, ehrlich gesagt, bis mir der Christa was von gesagt hat, nie was gehört. Das ist, ja, du kriegst ja im Regelfall nur die Möglichkeit, dass du das über natürlichen Weg machst, mit Leberentgiftung, Darmentgiftung und so weiter. Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was wir jetzt auch mit Jana Iger schon besprochen haben. Da gibt es dann alte Hausmittel und auf die schwöre ich eigentlich. Das ist so das, was ich mit, Ja, so die Ursprünglichkeit und da bin ich dann. Aber wenn du jetzt sagst, dass das was absolut Neues ist, was nicht vergleichbar auf dieser Erde gibt und damit der ein oder andere Erfolg schon erzielt worden ist und jemand von einer ja, Krankheit geheilt, möchte ich gar nicht sagen, aber dass einfach was gelindert wurde, ja, dann ist das für mich schon die Information wert, um die ich letztendlich gebe. das kann ich nur so weitergeben. Ich habe es ja aus einem Leib erfahren, auch was Tabletten angeht nach dem Herzinfarkt, wo jeder, man musste nehmen und ich habe nichts genommen. Ich habe 6 Tage die genommen. Die waren froh, wie sie mich losfahren nach 6 Tagen. Ja, ist halt so. Und ich kann nur sagen, ich bin einer, der ein ehrlicher Mensch ist, der authentisch rüberkommt und ich sage, probiert es einfach aus. Wenn es wirkt, gerne, kommt auf mich zu. Ich verkaufe euch das gerne. Probiert es einfach mal aus. So ein Mensch bin ich. Ich sage nicht, das musst du nehmen, das ist das Beste, das ist das. Es ist einfach das Beste, das weiß ich selbst, weil es in liposomaler Form ist. Ja, kannst du im Internet gucken, was du willst, kriegst du nicht. Du hast eine Homepage irgendwie, wo man noch sich noch weiter informieren kann? Der Wolli hat eine Homepage: Dr. Langhoff. Dr. Langhoff. Dr. Langhoff, wie es hier drauf steht, guck mal. So, Ich da sehe kannst du. nichts. Egal. Das So, kannst du mir ja. dann nachgebracht. Ja, dann würde ich das verlinken und sind alle, Ja. die in Zukunft herzlich eingeladen, einfach mal hinzugucken. Also ich finde es nicht so schlecht. Ja, Du hast können Sie gesagt. selbst drauf gucken. Das ist das Schönste hier auch bei den Tieren. Der arbeitet mit dem Tierarzt zusammen. Da hat ein Hund eine halbe Lunge weggeholt gekriegt durch einen Tumor. Dann hat er das für die Tiere gemacht. Und der Besitzer kam an nach 14 Tagen. Was habt ihr mit meinem Hund gemacht? Der rennt durch die Gegend wie ein junger Gott. Die Tiere haben die gleiche Atmungskette wie wir Menschen. Wenn die nicht funktionieren, werden sie genauso krank wie wir Menschen. Und ich kann nur sagen, ich unterstütze das Ganze. Ich habe es zum Beispiel bei meinem Hund. Ich habe Golden Retriever. Ich war viel auf Tour, wenig zu Hause. Meine Freundin hat sich darum gekümmert und der hatte 10 Zentimeter große Plaque auf dem Rücken. Keine Haare mehr, nichts mehr. Ich sage, ich gehe aber nicht zum Tierarzt. Das mache ich nicht. Ich lasse den noch nicht impfen, nichts. Da habe ich Natron geholt, mit Natron sauber gemacht und habe ihm dieses Produkt gegeben. 14 Tage später war alles zugewachsen. Alles aus Erfahrung kann ich sprechen. Was andere damit machen, müssen sie selbst mal probieren. Wie gesagt, ich finde das richtig toll von dir, dass du sagst, ich habe was gespürt davon. Und das ist ja bei den meisten, die dann was spüren und die holen dann auch nach, weil sie sagen, es hilft mir einfach für meinen Körper. Entschuldigung, ich habe sogar dem Doc, der mich hier genäht hat, der war so unter Strom, einen anderen Tag bin ich hin, ich habe gesagt, hat nachgeguckt, hier, schenke ich da mal Doc.
Ich sag, für deinen, wo du immer unter Strom stehst. Ja, habe ich das dir mitgebracht. Ich bin mal gespannt, was nächste Woche sagt, wenn ich bei ihr komme. Gut. Jürgen, also wie gesagt, was du sagst, alles wunderbar. Und ich habe da, ja, also wie gesagt, einfach sich mal selber ein Bild machen, das ist mal das eine. Ich meine, weißt du, wenn das, was du einsetzt, so aufgebaut ist, dass jemand was kriegt dafür, dann ist das für mich immer in Ordnung. Und der Punkt, um den es mir einfach geht, ist, ich möchte einfach kurz schon von vornherein einfach mal klarstellen, es geht nur darum, dass man hier unterstützend in den Körperprozess eingreift, vorbeugend, wie du das nennst. Richtig. Um dann später aber auch vielleicht ja, nicht mit Dingen konfrontiert zu werden, die das Leben so, ja, auch aufgrund der Zivilisation, ne, ich habe letztens den Satz gesagt, 90% der Nahrungsmittel Ja. gab es vor 100 Jahren nicht und das leitet sich auch auf die Krankheiten zu. Richtig. Die Volkskrankheiten, die kann man quasi damit verringern, sagen wir Ja, mal so. ja. Und Ja. was genau ist denn die Zielsetzung des Ganzen? Also du hast jetzt das da, und man will jetzt einfach sagen, okay, man möchte einfach so ein bisschen in die Breite mit dem Ganzen und möchte einfach sagen, okay, das soll schon ein bisschen Linderung bringen. Wenn man jetzt mal fragt, Zielgruppe, richtet sich das an Menschen, die eher in der Stadt sind oder eher auf dem Land oder eigentlich generell an alle? Generell alle. Generell einfach alle. Weil in der Nahrung quasi zu wenig drin ist. Am Land, die brauchen wahrscheinlich noch was weniger. Aber die in der Stadt sind, die da nur in den Supermarkt reingehen, da muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich freue mich so, bei dir den Vortrag zu halten, wo 400 Leute sind und dann, das geht 500.000 raus. Das bringt uns schon was. Und das ist, für uns auch ein Sprung nach vorne, den ich gerne wahrnehme, ja. Ja, an der Stelle möchte ich nämlich sagen, dass der Jürgen als einer unserer Sponsoren für die nächste Evolution mit dabei sein wird. Da möchte ich nochmal recht herzlich Dankeschön sagen, Jürgen, dass du dich bereit erklärt hast, dazu das zu machen. Du wirst uns auch einen Vortrag liefern auf der Evolution, wo es ganz speziell um die Mitochondrien geht und wo man dann mal ein bisschen tiefer reingucken kann und auch wie so ein Mittel funktioniert. Ja, das wird also einer der Vorträge, die wir dort haben, dann für dich sein. Und ihr dürft aber alle gespannt sein, was da an interessanten Informationen auf uns zukommt. Kann man auch mal direkt mit dem Jürgen in Kontakt treten, wird einen kleinen Stand haben. Und ja, ich danke erstmal dem Chris, dass er mir so einen netten Menschen geschickt hat. Ich finde es wirklich toll. Und ich habe zu danken, dass ich so nette Menschen kennengelernt habe. Ich finde das richtig toll. Und ja, es gibt keine Zufälle, Michael, Ja, gell? natürlich. Okay, Jürgen, ich denke, das reicht erstmal so als Oberflächeneinstieg in das Ganze und du wirst einen Fachvortrag halten über das ganze Thema Ja. und alles Weitere kannst du dann auf der Revolution mit jedem, der sich dafür interessiert, dann auch besprechen. Und ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, das ist ja kein Muss, ja, das gehört einfach dazu. Wir hatten letztes Mal Richtig. auch Sana dabei, das war genau das Gleiche und möchte einfach mal gucken, einfach informieren, was gibt es für Möglichkeiten. Und ich weiß, dass das von den Menschen sehr, sehr, sehr genutzt und auch geschätzt wird. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, dass wir da aufmachen in verschiedene Richtungen. Jürgen, Ich recht habe auch herzlichen Dank nur, ich hab auch deine nur Seite. positive Erfahrungen gemacht damit, muss ich sagen. Deine Seite verlinke ich noch Ja. unten drunter und wir sehen uns 12. bis 14. April. Auf Jawohl, Position. ich komme im Herzlich. Chris hoch. Ich komme im Chris hoch. Ja, ich weiß. Ist schon geplant, ne? Alles gut, ne? Okay. Michael, super. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat mir richtig Freude gemacht. Kurze gute Nachtgeschichte heute noch. Geht gleich online und dann habt viel Alles Spaß. Danke klar. fürs Zuschauen nach draußen und auch danke, dass du da warst. Ja? Danke, tschüssi. Tschüss.